grew up in a town that is famous as the place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere, that's what they say. And lights, oh, my name on marquees found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York, a concrete jungle's where dreams are made up. There's nothing you can do. Now you're in New York. These streets will make you. Selling rock, preachers pray to God. Hail a gypsy cab, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Inner deine Schule, Weber, ist natürlich nicht nur die Meinung der Gruppe, also von Stefan Weber, sondern auch die Meinung der Schüler und Schülerinnen wichtig. Und deswegen wurden den Schülern einige Fragen gestellt. Die erste Frage, New York. Schon einmal gesehen, dicke Leute, schiefe Frauen, ja. New York, eine wunderschöne Stadt, sollte man mindestens 4-5 Tage anschauen. Das war so unnötig. Ich bin zweimal eingeschlafen, allein auf der Hinfahrt. Also. Man liebt es und man hasst es, ich liebe es, mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Stadt hat mir gefallen und da mit dem Boot zu fahren war schön. Schön dort, wenn man dort lebt und sonst ja. Also, was soll ich sagen? Es ist sehr schön. In a town that is famous as the place of movie scenes. Noise is always loud. Zweite Frage, Nachtleben in New York. Bier, Nachtleben, Sex ab 21. Naja, da ich noch nicht 21 bin, konnte ich noch nicht fortgehen. Aber das werden wir wahrscheinlich nachholen irgendwann mal. Washington. Habe ich leider nicht mitbekommen. La da da. La da da da. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? Washington, eine schöne, saubere, kleine Stadt mit einem wunderschönen Friedhof und einem fast weißen Haus. Weiße Haus. Tja, im Fernsehen beeindruckend, wenn man es live sieht, eher angelullt, schaut's aus, nicht wirklich weiß.
Es ist sehr schön. Und ich habe es mir größer vorgestellt, aber... Fast weiß. Also, wenn man es streicht halt. So klein, als viel kleiner als im Fernsehen. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for a night before you... Ciao, Vincent. Tschüss. Servus. Hey, wo geht's hin? Da ist einfach zu kalt. Ja, und deswegen, we're going to Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Ist hier in Everglades, zweitgrößter Nationalpark von Amerika. Das ist die größte Sumpflandschaft von der ganzen Welt und wir sehen heute Kokos. Ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come I always wind up staying. This the type of town. You go, man! All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban or Asian. Bis Deppert, der hat ein riesen Eier, das ist überall. Please, please! Gib mir Ruhe da, was ist denn los? Welcome to my world, bienvenido a Miami. Bouncing in the club when the heat is on, all night on the beach to the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something. In Österreich nennt man es Einkaufen und gilt als lebensnotwendig, um Grundnahrungsmittel zu besorgen. In den Vereinigten Staaten spricht man vom Shoppen. Shoppen ist hier eine harte Droge und seltsamerweise, wie so vieles hier seltsam ist, erlaubt. Jedoch die Nebenwirkungen verursachen schwerwiegende Verhaltensstörungen. Ja, ich war jetzt in einer Mall, gell, zum 7. Mal oder so. Es war echt lustig und es hat mir so viel Spaß gemacht. Mein Geldbeutel ist jetzt weg, also das Geld halt. Und aber ich habe nicht so viel gekauft. Was ist das? Okay. Nein. Nein, nein. Das heißt, die hast du schon von daheim mitgenommen, die Sachen? Die waren auf einmal da, das weiß ich jetzt gar nicht. Also, auf einmal waren die da. Bei der Kasse hat man das dann gegeben und ich weiß nicht. Das Geld war dann halt weg auch, aber. Oh, okay. Es war okay, aber was machst du jetzt? Jetzt sind ja noch ungefähr 15 Shopping Malls zu besichtigen. Und wenn das Geld weg ist, wie wirst du dir die Finanzierung leisten? Ja, das. Weiß nicht. Der Wien schafft es auch jedes Mal, obwohl er pro Mall $1,200 ausgibt. Ich muss ihm dann noch um Rat fragen und ja. Du bist du sehr zuversichtlich, dass du diese Shopping Mall... Ja, ich hoffe. Ich habe jetzt noch nicht so viel, weil ich habe jetzt 3 kurze Hosen, ein paar Jeans und Label und ich muss schauen, dass ich dann noch durchkomme dann irgendwie. Hast du schon Jacken? Ich, ja, 2. Und Jacken schon. Hast du auch schon. Also du hast nur ein paar Jeans, ein paar Label, ein paar Pullis und ein paar Jacken. Leider ja. Ja. Muss ich schauen. Ja, dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Glück. Ja, okay, danke.
So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this house. Some meringue melting pot. Hottest club in the city and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas. With the hot mommies screaming, "Ay, papi." Every time I come to town, they be spotting me. In the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Miami. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cooking raw with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Yeah. Now what the hell are you waiting for? There should be no more, so for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yep. Yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. One last time, I need y'all to roll. What I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wait to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, when... Wir sind hier bei den Minions. Sind die schon nervös? Ich bin unglaublich angespannt, die Spannung ist sehr hoch. Was das? Ich spüre das Adrenalin, wie es in mir hochkommt. Sie ja. Zieht. Wir sind sehr angespannt. Wir sind angespannt. Ein Wahnsinn, diese Spannung und diese Rolltreppe hier. Das ist einfach ein Wahnsinn, wie schnell sie schon jetzt fährt. Es kann nur noch schneller werden, oder? Ja, es ist ein Wahnsinn. Ich fühle mich so, als würde ich schon 100 km/h fahren. Dabei stehe ich einfach nur. Es wird immer schneller, es wird immer schneller. Und ich sehe schon den Halt kommen. Sehen Sie diesen Halt? Das kommt euch nicht. Sehen Sie den? Ich komme näher. Ja, wir kommen immer näher. Ach du Scheiße! Y'all ready for this? Thank you.
sagen. Flado ist Bär, Flado ist Frau, Flado ist Mann, Flado ist Flado. Flado macht alles für jeden und ist immer gut drauf. Also sehr guter Koch, nett und schon kann er ein bisschen Deutsch. Er ist ein guter Koch, mhm. Er isst viel, naja. Ein Mann, eine Gewalt, eine Maßeinheit, ein Haus ist 0,5 Flado, die Kraft eines Bären. Nett, sehr nett. Nein, ich bevorzuge Gelatinio, das kommt von Gelatine, Gelatine genau. Das ist so, das passt einfach so richtig, weil er hat so ein richtig schönes Face, ne? Und wenn er die Brille unten hat, dann schaut er wirklich aus wie George Clooney, das ist der Wahnsinn. Und er kann gut Deutsch. Mehr als 99% der Menschen benötigen Sauerstoff zum Atmen, er benötigt eine Kamera. Er hat die Welt bisher noch nicht mit seinen eigenen Augen gesehen, immer nur aus der Sicht seiner Kamera. Ja. Und so fahrt er auch Auto. Okay. Dann die Zugfahrt. Zugfahrt war super. Ich konnte angenehm, super Zug.